Tumaini ist ein Wort in Swahili und bedeutet Hoffnung. Wir haben ganz verschiedene Programme, um den Bedürftigen zu helfen. Wir trainieren unsere Mitarbeiter und entsenden sie dann als Botschafter in Sachen AIDS, HIV. Unsere Mitarbeiter informieren die Menschen und geben Hilfsmittel weiter. Sie besuchen die erkrankten Personen in ihren Häusern, um ihnen ein Gefühl der Wertschätzung wiederzugeben. Diese Arbeit ist sehr wichtig, denn wir sehen, wie die Menschen zu uns kommen. Bevor sie zu unserem Programm gehen, sind sie allein, sehr allein. Doch wenn sie in unserem Programm aufgenommen werden, geht es ihnen wieder gut. Du siehst, dass sie okay sind, dass sie glücklich sind. Es ist wirklich wichtig. Tumaini bedeutet Hoffnung. Diese Hoffnung geben wir auf zweierlei Weise weiter. Zum einen zeigen wir unsere Liebe den Menschen, die mit einem Stigma leben, die fühlen, dass sie nicht Teil der Gesellschaft sind und von geliebten Menschen verstoßen sind. Sogar Teile religiöser Gruppen sagen, bleib weg von uns, denn du hast HIV. Wir lassen Erinnerungsbücher schreiben. Die Menschen schreiben diese Bücher für ihre Kinder. Wenn sie sterben, bevor ihre Kinder erwachsen sind, wissen ihre Nachkommen viele Einzel- und Begebenheiten aus ihrem Leben. I want to thank the people from Germany that thank you for loving Ugandans, especially people with AIDS. Thank you very much. We are improving on our lives. And I want to thank Aunt Corinne for bringing us the program because it has helped us so much. We can make necklaces and get school fees for our children and even rent houses. Nobody else can take my hair.